Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Dishonored 2. Wir sind hier im, Da. Im Aufseher-Außenposten. Haben auch schon den Vize-Aufseher 1 über den Deckel gegeben. Aber so richtig perfekt fertig sind wir noch lange nicht. Da oben ist noch irgendwas. Mal gucken. Ui, was haben wir hier? Ich weiß, Sie sind alle bereit. Unser heutiger Redner ist kein geringerer als Aramis Stilton, der Besitzer der Bergwerke, in denen ihre Lieben unter der Erde arbeiten. Mr. Stilton ist bekannt für seine Fairness. Und dieser Ruf ist gerechtfertigt. Willkommen auf der Bühne, Aramis Stilton, ein Freund des Bergbaufamilienkomitees. Ah. Liebe Arbeiter, liebe Leute, danke für die Einladung. Unser jährliches Essen ist immer etwas Besonderes. Mit schönen Gesprächen und Toasts auf unseren erneuerten Bund. Mein engster Freund auf dieser Welt, dessen Namen Sie sicherlich kennen, hat es mal so ausgedrückt. Wir erheben uns am selben Morgen. Wir spüren denselben Wind auf unseren Gesichtern. Wir fischen im selben Ozean. Worte, an die man sich erinnern sollte. Gesprochen von einem Mann, der mich mit Freude erfüllt. Während Sie essen, umgeben von Ihren Familien und anderen Bergleuten aus Ihren Teams, denken Sie an diese Worte. Und vor allem genießen Sie den Abend. Sie haben es sich verdient. Wow. Mann, der ist ja also... Der ist ja richtig liebensbedürftig hier. Der ist ja geben, geben und och. Na, ich bin ja gespannt. Da geht's nicht weiter. Wir müssen ja noch, wir können noch da drüber, oder? Jawohl. Was liegt da? Eine Eddermeier-Tinktur. Und ein Fünfer. Noch ein Fünfer. Sauber. Die Frage ist, wo müssen wir eigentlich hin? Eigentlich müssen wir doch untersuchen Durante. Anscheinend gibt es einen Heuler namens Durante, der weiß, wo man wie man Lindor Schloss aufsperren kann. Allerdings wurde er von den Aufsehern gefangen genommen. Untersuche ihren Außenposten, um mehr zu erfahren. Wir sind im Außenposten. Der Vizeaufseher liegt jetzt unten. Was? Achso, wir sind ja in der Etage höher. Ja, ja, ich vergaß. Okay, ist wieder Staubzeit. Boah. Dieser Staub ist echt beeindruckend. Ja, der ist wirklich sehr genial in Szene gesetzt worden. Vor allem, wie es dann auf den Ohren rattert. Da oben geht's nicht weiter. Haben sie schön zugemacht. Und hier wäre man durch den Fahrstuhl nach oben gekommen. Okay. Ich speichere mal jetzt. Wir haben hier eine Rune in 14. Irgendwo hier unter uns. Hier waren wir schon drin, ne? Ja, ja, ja. Da hinten müsste jemand liegen. Ja, liegt da. Aber hier ist, glaube ich, kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Heieieiei. Oh. Wow. Ruhig, ruhig, Brauner. Ich glaube, das hat jetzt richtig Krach gegeben. Na komm. So. Da drüben ist die Rune. Haben wir die echt übersehen? Ah, wir haben Schlüssel gefunden gehabt. Sehr schön.
Diese Rune ist unsere Wahlknochen. Sehr schön. Na, das hat sich doch gelohnt. Wie sieht's denn aus gerade? Mal kurz gucken. Kräfte. Wir haben immerhin 5 Runen wieder. Super. Doppelgänger? Nee. Wollen wir die investieren? Weitreichen. Wir könnten Objekte ziehen. Geht das auch durch Gitter hindurch? Das wäre richtig cool. Und verlangsamen, wenn du fällst, wird die Zeit kurz verlangsamt, während du mit Weitreichen zielst. Und hier können wir uns schon verwandeln und 2 Gegner und schneller bewegen. Okay. Haben wir noch passive Fähigkeiten? Die haben wir schon. Oh ja, hier. Bessere Reflexe. Kämpfen wollte ich eigentlich weniger. Schnelle Reaktion. Scheint die Zeit für einen kurzen Augenblick zu verlangsamen, wenn ein Gegner dich entdeckt. Das nehme ich, glaube ich, mit. Die Sache nehme ich mit. Dann haben wir ein bisschen mehr Entscheidungsmöglichkeit. Knochenhandwerk. Verderbnis, aha. Ich glaube, das sollten wir auch in Erwägung ziehen. Schattentod brauche ich nicht. Blutdurst. Tödliche Nahkampf. Nee, wollte ich nicht. Stärke. Pass mal auf, ich nehme mir mal das hier noch mit. Jawohl. So. Und jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden. Da oben liegen sie alle. Denn wir müssen den Durante finden, ne? Hier war nix. Ah, okay. Oh, warte mal, da unten geht's. Nur unsere Schwester. Seltsam. Sehr seltsam. Ihr probiert meine Brüder mehr Stärke geben. Ja. Ist dir nicht eins? Ich probier mal kurz was. Und mitkommen. Jawohl. Wo können wir den hinpacken? Oh, hier hätten wir ihn von hinten holen können. Na, ist egal. So. Leg dich ruhig hin. Ja. Spumante Durante. Keiner hier. Das ist aber höchst merkwürdig. Wo soll denn der dann sein? Auszug aus einem längeren Werk. In der Natur gibt es Wellenbewegungen, die wir kaum mit unseren Sinnen erfassen können. Eine alte Musik, die alles als ein fundamentales Gesetz der Struktur durchdringt. Mit ihr kann man Wunder vollbringen, ohne in die Natur einzugreifen oder unfreundliche Geister um Gefallen zu bitten. Bei meinen Studien habe ich eine 17 Noten umfassende Tonleiter entdeckt, die auf diesem Phänomen basiert. Mit den richtigen Gerätschaften gespielt, entfalten diese Noten erstaunliche Wirkungen. Eine besonders wichtige ist die, den Sturm zu stillen, der aus dem Nichts entsteht, was wir als das Werk des Outsiders ansehen. Okay. Ist es vermessen von mir zu hoffen, diesen brutalen Mörder wiederzusehen? Ja. Völlig vermessen. Oder ist ein Hund? Nee, jetzt mal im Ernst, wo ist denn hier? Hä? Ich
bin doch da, wo ich hin soll, ne? Da ist der Vizeaufseher. Habe ich doch irgendwas verpasst oder so? Wartet mal. Entschuldigung. Komm mal mit, Burn. Oh, ich leg dich mal jetzt hier extra. So. Der zappelt ein bisschen. Habe ich denn irgendwas übersehen? Habe ich vielleicht bei Burn was in seinem Büro übersehen? Okay, Staub kommt wieder. Staub. Achtung. Yeah. Habe ich hier irgendwas? Ach, hör mir auf. Der gefangene Heuler unten hat wichtige Informationen über seinen kriminellen Partner und ihren ketzerischen Anführer Paolo preisgegeben. Exzesse zu jeder Stunde und Hexerei von der übelsten Sorte, die nicht einmal unsere heilige Musik bannen kann. Paolo ist so niederträchtig und korrupt wie vermutet. Mit seinem letzten Atemzug enthüllte der Gefangene, dass der Herzog höchstpersönlich Paolo Essen in das abgeriegelte Haus von Aramis Stilton schicken lässt. Er wird von Jindosch Schloss gesichert. Zweifellos hat Jindosch dem Herzog die Kombination verraten und Paolo sie wiederum an den Gefangenen weitergegeben. Ein grenzenloses Geflecht der Korruption. Okay, also die sind aber gegen den Herzog, ne? Findet Durantes Gegenstände, die wo sein sollen? Da nicht, ja, aber ich brauche die... Ach du Gott, da ist das Büro. So, dann wollen wir mal. Durantes Büro. Das wird bei den Heulern sein, ne? So, da ist ein Pornshop. Das ist gut. Ich hoffe, ich kann... Ne, ich kann nicht da drauf. Uah. Das war doch kein Fall. Ich meine, das kann nicht mehr. Ich könnte. Ich probiere mal was. Ja, wartet mal, ich mache jetzt nochmal speichern. Luca, komm, wird fertig. Falls der Sprung daneben geht, ich glaube, da ist die Grenze. Falls der Sprung daneben geht, kann ich nochmal neu laden. Achtung, und. Tja, meine Okay, wir haben ja noch ein Knochenartefakt. Ich guck mal kurz. Da oben in 13 Meter. Ah. Aha. Das war einst meine Welt. Alles. Von den nördlichsten Ufern bis hier nach Kanaka im Süden. Okay. Ui, hier ist ein... Hier ist ein Sekret, ein Secret. Hier rennt auch keiner rum. Das ist sehr gut. Aha. Was ist hier los? Was macht hier so ein Gerach? Ach, da! Habe ich gar nicht gesehen. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Ein bisschen schwierig zu sehen immer, ne? Ah, ah, ah. Oder sieht man irgendwie... nee, sieht man nicht. Leider. Oh, hier gibt's Amadeo Monte. Amadeo Monte, Künstler, zeichnet Werbung, Porträts für die Zeitung. Wohnt beim Anleger. Habe ihn entdeckt, als er sein Hemd in einem Würfelspiel im Kronens Hand verloren hat. Scheint interessante Tinte auf dem Rücken zu haben. Möchte ich mir gern mal ansehen. Amadeo getroffen. Echt ungewöhnliche Tätowierung. Muss ihn wohl nochmal treffen. Mir Zeit für eine Zeichnung nehmen. Der ist niedlich, das ist also einfach. Aber muss aufpassen. Glaub, wir wurden verfolgt. Wahrscheinlich von einem der Schlappschwänze aus dem Orden. Scheiße, sie haben ihn erwischt. Ist wahrscheinlich nicht erlaubt, wa?
Ein Liebesbrief. Ah, Mindy, ich habe gesehen, wie du nur mit einem kaputten Schaufel gegen drei Männer gekämpft hast. Aber es ist nicht deine gemeine Art, die mich fasziniert. Ich will mit den Fingern durch deine Haare fahren. Haben sie jemals einen Kamm gesehen? Ich träume davon, über deinen Kopf vorzustreichen, ganz leicht, den Schweiß von den feinen Härchen in deinem Nacken zu lecken. Wenn ich könnte, würde ich dein Gesicht packen, ganz plötzlich, und deine Lippen küssen, so sanft wie eine Katze vor der Milchschüssel. Die Tätowierung an deinen Schultern und Brüsten will ich berühren und entziffern und über ihre Bedeutung nachsinnen. Hier, dein erster Liebeskummer, und dort vielleicht der erste Mann, den du abgestochen hast, du kleiner Wildfang. Ich will dich kennen, deine Geschichte von deinem Körper ablesen, alle Kapitel selbst die geheim. Hast du Tätowierungen unterm Höschen? Es heißt, die Jungen, die die Tinte dort gesehen und darüber gesprochen haben, haben es nicht überlebt. Ich will dich beißen, deine Haut küssen, dir eine Tätowierung meiner Lippen und Zähne schenken. Vielleicht meuchelst du mich dafür, aber das ist mir egal, solange du nur ein paar Tage lang an mich denkst. Wow. Da hat's aber jemand. Also. Das ist eine Krähe, ein Kopf, oder? Ein Vogelkopf. Mal sicherheitshalber wieder anmachen. Falls uns jemand hier in den Weg kommt, nicht auf den Weg. Rufen es an. Ja, hier gibt es noch ein bisschen was zu futtern. Ja, halt. Kopfsalat auch noch. So, und das, was wir suchen, ist. Ja, wo ist das? Ach, haben wir schon eingesammelt, ne? Ist zu. Hui. Was haben wir hier? Was haben wir hier gefunden? Krass. Ein Tätowierstudio. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Oder auch nicht. Schöner Sessel. Aha. Krass. Cool sieht's aus. Aber aktuell ist es wirklich nur Show hier. Hier oben irgendwas versteckt? Nein. So. Oh ja, dann können wir es endlich aufmachen. Das ist hier verriegelt gewesen. Genau. Ja, wir haben noch ein Ziel vor uns. Schloss? Nein, das da. Ich glaube, ihr seid ein neues Gebiet hier, ne? Ich glaube ja. Warte mal, kommen wir da oben? Oh, Staub. Mich würde mal jetzt interessieren, ob wir irgendwie davon betroffen wären. Ja. Wow. Also wir nehmen keinen Schaden, ist schon mal gut so. Da hoch können wir nicht. Schade. Ich glaube, der Sturm ist vorbei. Wie bitte? Nichts passiert. Ich bin weg. Ich bin weg. Und was ist hier los? Es hat mich keiner gesehen. Komm. Es kann mich keiner gesehen haben. Hat mich auch keiner gesehen. Ja, das war eine gute Investition. Aber wie kommen wir... Boah, seid ihr bekloppt. So, wir gehen mal da drüben rein. Hier rein, da. Crone's Hand Saloon. Ah, I see. Können wir hier langlaufen, ohne runterzufliegen?
Ja, wir können wahrscheinlich hier nicht mal langlaufen, ohne gesehen zu werden. Oh, ist zu. Auch zu. Hab euch. So. Erstmal hier. Weg mit euch. Shit. Shit. Nein, musst du nicht. Musst du nicht. Alles okay. Alles okay. Muss mir nicht wehtun. Alles schick. Alles schick. Du siehst mich nicht. Und da ist ja noch einer. Was habe ich hier getan? Was habe ich getan? Ich brüte neue Kindchen. Das ist schön. Blutigen Eingeweiden. Du machst sie nervös, du Unmensch. Jawohl. Wo ist der andere? Da hinten? Jawohl! Puh. Das ist mir egal, ob das jetzt Krach macht. Wow. Das ist ja krass. Ich glaube, ich mache kurz ein Päuschen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Falls hier nicht irgendwas noch rumläuft. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.